Guten Morgen. Morgen. Also, wir haben jetzt den Olderfjord verlassen und fahren jetzt Richtung unserem Endziel sozusagen. Und ja. Das Wetter spielt noch mit. Ja. Also, wir sollen nachher noch ein bisschen Sonne kriegen ab 16, 17 Uhr. Und dann soll es heute Abend wolkenfrei sein, dass wir vielleicht die Chance haben. Ja. Aber lassen wir uns überraschen. Ja, genau. Genau. Ansonsten, der Stellplatz war auch ganz nett. Außer Wespen. Außer Wespen, ja. Hat ein bisschen genervt. Da unten sind wieder... Drei Rentiere. Mal gucken, ob ich sie raufkriege. Und falls ihr euch fragen solltet, warum das Gehirn jetzt überall, weil die Geweihe so rot sind bei einigen, also ich habe gesehen, dass sie den Bast abschmeißen. Hier steht einer am Straßenrand. Oder zwei. Und der hat aber riesen Schaufeln gehabt. Ja. Und der hat den ganzen Busch da drin. Ja, aber auf jeden Fall war es ganz nett da auf dem Stellplatz. Also so wie es auch beschrieben war bei Park for Night und mit den Toiletten und Duschen. Also klar, Toilette und Dusche ist ein Raum, aber man konnte ihn abschließen und ja, das war eigentlich nicht schlimm. War nicht schlimm, ja. Und dass es jetzt nicht getrennt war zwischen Männern und Frauen, naja gut, ich meine, nennt sich ja immer noch Camping und nicht Hotel. Ja. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Also das war jetzt nicht so, dass, ja, obwohl du ja so eine Begegnung hattest mit einer Frau, ja, weiß ich nicht, das ist so eine, wie so eine Aussteigerin gewesen oder was, die hat da ihren ganzen Haushalt aus ihrem Auto rausgeräumt und alles da irgendwie sortiert und ja, eine junge Dame da aus Frankreich irgendwie, ja, war ein bisschen, und die stand dann irgendwie mal splitterfasernackt vor meinem Mann. Ja, also, okay. Aber gut. Gut, wir melden uns später wieder. Mal gucken, was sich jetzt auf der Fahrt. Wir werden definitiv öfter mal anhalten. Weil das ist der einzige Nachteil hier in Norwegen. Du hast zwar viele, viele Parkmöglichkeiten, aber keine Laufmöglichkeiten. Also, dass man mal irgendwie so kleine Wanderwege irgendwie hat, so an den Rastplätzen oder so. Dass man sich ein bisschen bewegen kann oder irgendwie so. Das ist so ein bisschen blöd. Aber gut, ja. Müssen wir uns jetzt irgendwas suchen, wo wir mal ein bisschen auch laufen können. Okay, bis später. So. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Jetzt sind wir mal angehalten hier an so einer, an so einem Rastplatz, wo wir vielleicht auch ein bisschen laufen können. Mal schauen. Vielleicht sehen wir ja Rentiere hier. Ich weiß nicht, ob ich hier hochkomme. Ich komme hier am Abgrund lang. Nee, der Abgrund ist mir zu gefährlich. Also mir ist das hier alles zu hoch. Mist. Ich habe aber ein bisschen Angst. So, ich muss das auch noch wieder runter. Da. Kann sie einen Guck dir das doch mal an. Einen Mittagsschlaf machen. Das muss ja, das muss auch noch runter, wieder. Na runter kommen wir noch alle. Du schmeißt mir in den Bach wahrscheinlich. Nee. Papalapap. So, hier ist jetzt die Aussicht. So, weil als letzter unten ist, hat verloren. Tschüss. Nee, bitte nicht. Nicht sowas machen.
Ja, ist schon eine schöne Aussicht hier. Und ich habe heute mein Wanderziel für heute erreicht. Das reicht mir. Schon geil. Die Aussicht hier. Schon schön aus. So. Wir sind gelandet. Haben unser Ziel erreicht. Ja, wir haben unser Ziel erreicht. Das ist ja ordentlich was los hier, wa? Mit den Bussen hier. Na ja, naja, ist jetzt wahrscheinlich die Zeit, aber die hauen ja dann noch alle wieder ab. Man hat auch schon Schlimmeres gesehen. Wollen wir hier lang gehen? Aber schon ein beeindruckendes Gefühl. Ja. Am nördlichsten Punkt Europas zu sein. Und die Sicht geht auch. Ja. Jetzt haben wir ja wirklich Glück. Und wir sehen vielleicht, wenn alles gut geht, vielleicht auch Nordlichter. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt tummeln sich eine ganze Menge Menschen an der Kugel. Ja, ja, ja. Da ordentlich viel los. Da tümmeln sich ganz schön viele Leute jetzt. Da muss ich jetzt auch nicht hin. Aber später, ne, Schatz? Ja. Wenn die Reisebusse alle wieder ja verschwinden, dann denke ich mal, wird es angenehmer. Ja, Daisy, da geht's abwärts. Abwärts. Aber eigentlich ist das ja der nördlichste Punkt, ne? Ja, ich glaube eigentlich ja. Kalt ist es hier, finde ich. Wie viel hat das Auto angezeigt gehabt? 11 Grad. Aber du darfst den Wind nicht vergessen. Der ist mit bis zu 9. Windstärke 9, sagt man das. So. Nordkap. Ein Reisebus aus Polen. Das Wetter macht auch noch mit, außer dass es ein bisschen windig ist. Aber schon geil. Gucke, Hunde verboten. Ja. Jetzt haben wir hier so eine Dinger aufgekriegt. Jetzt können wir hier überall reingehen, was wir eigentlich gar nicht wollten. Naja. Aber die haben ihn nie leert rollt. Ne? Ein Troll auf dem Elch und sowas. Ja. Voll süß. Man weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber es sieht total in Natur total geil aus. Ja, links und rechts. Regen. Regen. Und in der Mitte. Ja. Tropfen. Auf jeden Fall dachten wir können hier in den Shop gehen ohne irgendwas, aber wir mussten jetzt auch 320 Kronen Eintritt pro Person bezahlen, damit wir auch in den Shop gehen können und damit man auf Toilette gehen kann und naja, alles so eine Sache. Hallo? Ja, ich weiß auch nicht, was. Der verfolgt dich! Siehst du das, wie sie dich verfolgt? Warte mal, ich habe mich umgeschaut. Die Kamera findet sich in der geilsten. Der Ungar. Park noch um. Sind gerade zu windig? Ja, ist überall windig. So. Also nur für euch. Was hier aufnimmt, ich sehe hier gar nichts, ey. Es ist jetzt gerade 0.25 Uhr. Gar nichts. Das ist extra für euch aufgestanden. Gar nicht. Bin ich so ein Müll. Ah, jetzt. Ich glaube, jetzt sehe ich uns. Es ist immer noch 0.25 Uhr. Nein, das ist extra für euch aufgestanden. Eigentlich optimal. Eigentlich könnte man darauf hoffen, dass Nordlichter kommen.
aber anscheinend. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 27% nach. Ich glaube, jetzt sind es mittlerweile 24. 24, also wird immer weniger. Ja. Aber es ist alles eigentlich perfekt. Wenn der Wind nicht wäre. Der Wind bläst die ganzen Polarlichter beiseite. Hier, der Mond ist zu sehen. Ein Stern hoch irgendwo da. Was ist das für ein Stern? Der Polarstern? Der Polarstern? Weiß ich nicht. Ja, also eigentlich alles wunderschöne, wie sagt man, perfekte Gegebenheiten. Gegebenheit. Aber es ist aber windig. Die Nordlichter sind heute woanders, nicht hier bei uns. Ja, kann ja auch nicht alles perfekt sein, oder? Die sind da, wo wir schon durchgefahren sind. Ja. Kann ja auch nicht alles perfekt sein. Also, aber warte mal, was ist das da? Ich sehe da was Helles da. Siehst du da was? Ja. Das geht da so rum. Das ist ein Nordlicht. René, ich sehe ein Nordlicht. Meinst du, das ist eins? Natürlich. Das ist aber nicht grün. Natürlich ist es auch ein bisschen grün. Hä? Natürlich ein bisschen. Ach, siehst du das nicht? Wie ich sehe da so den verändert. Streifen, der so hoch so, geht. Ja, ja, ja. Aber genau. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. An. Auf der Kamera sieht man das als grün. Hä? Ja. Hier, guck doch mal da. Ich weiß nicht, ob ich das als grün sehe. Also das ist so ganz sachte. Ich habe schon 3 Bier getrunken und ich sehe noch nichts grün. Also das ist der Nachteil, dass das Bier hier so schnell alle wird. Aber ich glaube... Aber ey, komm, wir hätten es ja auch schlimmer treffen können. Ja. Wir haben wenigstens klare Sicht. Und also ich sag dir, das ist sowas, was da so hochgeht so und so verschwindet wieder. Siehst du das nicht? Das läuft halt mit der Wolke ein bisschen anders, das stimmt schon. Also die Wolken laufen alle quer und das läuft irgendwie... Ja. Aber doch. Doch, guck doch mal. Guck, ja. Ey, cool. Wo ist mein Telefon? Ja. Man das aufgenommen? Das ist, weiß ich nicht, ob man das jetzt schon wieder weg. Er ist wieder weg. Aber das geht ja so lang immer. Ja. Hier auf der Kamera sieht man es ein bisschen. Lass uns doch mal weiterlaufen.